Haben Sie gehört, was ich da gespielt habe, Austin? Ich hielt es für höflicher, nicht zuzuhören, Sir. Tja, Pech für Sie. Ich spiele zwar nicht nach den Noten, denn das kann jeder, aber dafür spiele ich mit wundervollem Ausdruck. Auf dem Piano ist Gefühl mein Forte. Jawohl, Sir. Sind die Golden Sandwiches für Lady Bracken? Das Wiener Neudorfer Ensemble hat sich als neueste Produktion Oscar Wildes köstliche Komödie in drei Akten, Bunbury oder Ernst sein ist wichtig, ausgesucht. Unter der Regie von Roman Kolmer läuft das Ensemble rund um Brigitte Gerschofer und Ronald Wolf wieder einmal zur Höchstform auf. Jedenfalls ein Theaterabend, den Sie keinesfalls versäumen sollten. Algie? Ernst? Algie? Ernst? Algie? Ernst? Hallo. Wie geht's, mein Lieber? Was führt dich nach London? Och, Vergnügen. Und du? Schon wieder am Essen, wie üblich? Nun ja, in besseren Kreisen ist es nun einmal üblich, um 5 Uhr einen leichten Imbiss einzunehmen, mein ungebildeter Freund. Wo hast du seit letzten Donnerstag gesteckt? Auf dem Land. Was hast du denn dort verloren? In der Stadt amüsiert man sich und auf dem Land amüsiert man die anderen. Sterbenslangweilig. Was sind das für Leute? Jetzt nur noch eine kurze Inhaltsangabe. Bunbury heißt der angeblich schwerkranke Freund, den der junge Nichtstuer Elgernon immer genau dann besuchen muss, wenn gerade ein langweiliges Familientreffen bevorsteht. Sein Freund John wiederum hat einen verdorbenen, jüngeren Bruder namens Ernst erfunden, der in London ständig aus Schwierigkeiten befreit werden muss. In Wirklichkeit aber will er sich in der Stadt ein bisschen amüsieren und von seiner verantwortungsvollen Rolle als Vormund seiner Cousine Gwendolyn erholen. Aber wie lange geht dieser Schwindel gut? Nicht lange. Denn bald übernimmt bei beiden Schwerenötern die Liebe die Regie und dadurch ergeben sich allerlei amüsante Verwechslungen. Nicht zuletzt auch dadurch, dass die beiden umworbenen Damen Gwendolyn und Cecily nur einen Mann mit Vornamen Ernst ehelichen wollen. Beide meinen, dieser Name sagt etwas über den Charakter aus und macht denjenigen zur richtigen Partie für eine gute Ehe. Dann ist vorbei mit der Spannung. Lady Bracknell und Miss Fairfax. Guten Tag, lieber Algernon. Ich hoffe, du benimmst dich bestens. Ach, ich fühle mich bestens, Tante Augusta. Na, das ist nicht dasselbe. Ich glaube sogar, beides zusammen ist unvereinbar. Guten Tag. Guten. Na, Donnerwetter, du hast dich ja schick gemacht. Tue ich doch immer. Nicht wahr, Mr. Worthing? Sie sind absolut vollkommen, Miss Fairfax. Na, ich hoffe doch nicht. Sonst könnte ich mich ja gar nicht weiterentwickeln. Und ich möchte mich doch nach vielen Richtungen weiterentwickeln. Es tut mir leid, lieber Elton, dass wir uns etwas verspätet haben. Aber ich musste unbedingt noch bei Lady Harbury vorbeischauen. Seit dem Tode ihres Mannes war ich nicht mehr dort. Mein Gott, hat diese Frau sich verändert. Sie sieht gut und gerne 20 Jahre jünger aus. Sie üben einen unwiderstehlichen Zauber aus. Schon vor unserer ersten Begegnung stand ich unter ihrem Bann. Wir leben ja, wie Sie hoffentlich wissen, Mr. Worthing, in einem Zeitalter der Ideale. Eine Tatsache, die bereits in den teureren Frauenzeitschriften ständig erwähnt wird. Und mittlerweile sogar in der Provinz von den Kanzeln verkündet werden soll. Und mein Ideal ist es immer gewesen, einen Mann zu lieben, der Ernst heißt. Na, in dem Namen steckt etwas, das absolutes Vertrauen einflößt. Von dem Augenblick an, als Algernon erwähnte, er habe einen Freund namens Ernst,
wusste ich, dass ich dazu bestimmt war, sie zu lieben. Also, du liebst mich wirklich? Leidenschaftlich! Aber, mein Engel, du weißt nicht, wie glücklich mich das macht. Doch muss ich fragen, du könntest mich doch auch lieben, wenn mein Name nicht ernst wäre. Aber dein Name ist ernst. Ja, aber angenommen, er wäre anders, du würdest mich dann doch auch lieben. Ach, das ist doch eine metaphysische Spekulation. Und hat, wie die meisten metaphysischen Spekulationen, kaum einen Bezug zu den harten Fakten des tatsächlichen Alltagslebens. Ja, aber wenn ich einmal ganz ehrlich bin, so muss ich sagen, ich finde, der Name passt gar nicht zu mir. Er passt genau zu dir. Es ist ein göttlicher Name, ein musikalischer Name. Er erzeugt Vibrationen. Wendel, aber ich muss sagen, es gibt noch eine ganze Menge anderer Namen, die auch wunderschön sind. Zum Beispiel Jack ist doch auch ein ganz charmanter Name. Jack? In dem Namen Jack ist sehr wenig Musik. Eigentlich gar keine. Er elektrisiert gar nicht. Er erzeugt keinerlei Vibrationen. Und ich habe schon einige Jacks kennengelernt und alle waren ohne Ausnahme außerordentlich fade. Und außerdem ist Jack nur ein Euphemismus für John. Und mir tun die vielen Frauen wirklich leid, die einen Mann namens John zu Hause sitzen haben. Willst du meine Frau werden? Aber natürlich, mein Schatz. Das hat aber lange gedauert. Dam, dam, tadam. Dam, dam, tadam. Dam, dam, tadam. Dam, tadam, dam, tadam. Ich will. Eine derart untergeordnete Tätigkeit ist wohl eher Aufgabe des Gärtners als ihre, besonders in einem Moment, da intellektuelle Genüsse ihrer Herren und ihre deutsche Grammatik liegt auf dem Tisch. Bitte schlagen Sie Seite 15 auf, wir gehen die gestrige Lektion noch einmal durch. Ich kann Deutsch nicht ausstehen. Es ist keine schicke Sprache. Ich weiß ganz genau, dass ich nach meiner Deutschstunde immer ganz reizlos aussehe. Mein Kind, Ihr Vormund ist sehr darauf bedacht, dass Sie eine allseitige Bildung erfahren. Er sprach gestern mit besonderem Nachdruck von Ihrem Deutsch, ehe er nach London fuhr. Er spricht eigentlich immer mit besonderem Nachdruck von Ihrem Deutsch, wenn er in die Stadt fährt. Der liebe Onkel Jack ist immer so ernst. Manchmal ist er so ernst, dass ich glaube, er ist gar nicht ganz gesund. Ihr Vormund erfreut sich bester Gesundheit und seine würdevolle Ernsthaftigkeit ist umso löblicher, da er noch relativ jung ist. Ich kenne niemanden, der ein größeres Pflicht- und Verantwortungsbewusstsein hat als er. Ich glaube, deswegen sieht er auch oft so gelangweilt aus, wenn wir drei beisammen. Oh, das ist aber reizend. Und wie ist das werte Befinden heute Morgen? Doch wohl gut, Miss Prism, hoffe ich. Miss Prism hat gerade über leichte Kopfschmerzen geklagt. Ich glaube, ein kleiner Spaziergang mit Ihnen durch den Park würde ihr sicherlich gut tun, Dr. Chasuble. Cecily, ich habe kein Wort über Kopfschmerzen gesagt. Ja, ich weiß, liebe Miss Prism, aber ich spürte doch instinktiv, dass Sie Kopfschmerzen haben. Ich dachte wirklich an Ihre Kopfschmerzen und nicht an meine Deutschlektion, als der Herr Pastor hereinkam. Also ich hoffe, Cecily, Sie sind nicht unaufmerksam. Ich fürchte, das bin ich. Das ist merkwürdig. Also wäre mir das Glück vergönnt, Miss Prisms Schüler zu sein. Ich würde an ihren Lippen kleben. Ich war metaphorisch. Also meine Metapher kommt aus der Bienenzucht. Mr. Ernst Worthy kommt direkt vom Bahnhof. Er hat sein Gepäck mitgebracht. Mr. Ernst Worthy, bitte. Onkel Jacks Bruder. Haben Sie ihm gesagt, dass Mr. Worthy in London ist? Ja, Miss. Er schien sehr enttäuscht zu sein. Ich teilte ihm mit, dass Sie und Miss Prism im Garten sind. Er sagte, er möchte Sie
unbedingt einen Augenblick unter vier Augen sprechen. Bitten Sie Mr. Worthing hierher. Ja, Miss. Ach, und vielleicht sollten Sie gleich ein Zimmer richten lassen. Ja, Miss. Ach, und Merriman. Ja, Miss. Ach, nichts. Ja, Miss. Ich bin noch nie einem verdorbenen Menschen begegnet. Ich habe solche Angst, damit aussehen wie alle anderen. Sie sind bestimmt meine kleine Cousine Cecily, nicht wahr? Sie befinden sich in einem seltsamen Irrtum. Ich bin nicht klein. Ja, ich finde, ich bin sogar außergewöhnlich groß für mein Alter. Aber ich bin Ihre Cousine. Und Sie sind Onkel Jacks Bruder, mein Vetter Ernst. Mein verdorbener Vetter Ernst. Aber nicht doch, Cousinchen. Ich bin eigentlich gar nicht so verdorben. Sie dürfen nicht denken, ich sei ein schlechter Mensch. Wenn Sie das nicht sind, so haben Sie uns alle auf völlig unentschuldbare Weise betrogen. Ich hoffe, Sie führen kein Doppelleben und tun nur so, als wären Sie. Ich glaube, ich könnte Sie gar nicht mehr auflösen, jetzt, wo wir uns tatsächlich begegnet sind. Außerdem ist da ja noch die Sache mit deinem Namen. Ja, natürlich! Darf mich nicht auslachen, Schatz, aber es war schon immer einer meiner Mädchenträume, einen Mann zu lieben, der Ernst heißt. Es steckt etwas in dem Namen, was unglaubliches Vertrauen einzuflößen scheint. Mir tut jede arme verheiratete Frau leid, deren Mann nicht Ernst heißt. Cecily, du willst doch damit nicht etwas sagen, dass du mich nicht lieben könntest, wenn ich einen anderen Namen hätte. Aber welchen Namen? Ach, irgendeinen Namen. Elgernon zum Beispiel. Elgernon? Nein, das gefällt mir nicht. Mein lieber Entzückender, mein Hasi, ich kann beim besten Willen nicht verstehen, was du mit dem Namen Elgernon auszusetzen hast. Es ist wahrlich kein schlechter Name. Ja, ich finde, es ist ein ausgesprochen Aristokrat. Wie sich diese Zwickmühle letztendlich in aller Wohlgefallen auflöst, das zeigt Ihnen das Wiener Neudorfer Ensemble im Genossenschaftshaus Frieden noch am Samstag, den 14., 21. und 28. November jeweils um 19 Uhr und am Sonntag, den 15. und 22. November jeweils um 17 Uhr. Karten erhalten Sie unter der Telefonnummer 0676 848-222-25 bei Brigitte Kerschhofer. Das Wiener Neudorfer Ensemble freut sich auf Ihren zahlreichen Besuch und wünscht gute Unterhaltung.